Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Champions of Regnum. Ja, es ist morgen noch und ja, ich hatte ja gestern nicht gerade so gute Erfahrungen mit dem Livestream gemacht wieder. Es lief nicht alles optimal, vor allem das Headset ist immer wieder rausgefahren, deshalb ist manchmal einfach kein Ton. Und ja, meine Stimme natürlich auch nicht da. Leider kann ich jetzt gerade noch nicht das Headset kaufen. Also ich habe jetzt bei prag.ch probiert und sie verlangen SMS-Code und ich habe gerade kein Handy, das funktioniert. Nur ein Handy, das nicht funktioniert. Und deshalb muss ich da mal noch schauen, dass ich das aber in den nächsten Tagen kaufen kann. Irgendwie geht's schon. Ich kann halt einfach nicht per Rechnung bezahlen. Ja, mach jetzt vorwärts. Crafting ist immer so langweilig im Rechner. Ja, aber da kann ich noch ein bisschen erzählen über ja, die Pläne. Also ich werde natürlich weiterhin grinden, bis der Charakter hoch ist. Der Hexe werde ich immer dann weitermachen, wenn eigentlich Abend ist und die Leute ja, auch in der Reichsschlacht sind. Und ja, eben, ich werde den Jäger dann als Speer einsetzen. Dem kannst du auch Level 40 oder so gut spähen. Du hast ja dann Unsichtbarkeit, Tarnung heißt es, glaube ich, auf Level 5. Und dann geht es schon optimaler. Was ich noch nicht kann, ist Gruppen. Ja, Gruppentarnung. Aber das werde ich ja dann auch können, sobald es freigeschalten wurde und auf Level 5 gebracht werden kann. Es kommt ja zuerst auf Level 2 und dann 3, 4, 5 und ist natürlich nicht so früh verfügbar. Ich glaube, es ist sogar ein Level, es ist ein Max-Level-Skill, also zu unterst in dem Skill-Tree. Oder nicht ganz zu unterst, genau. Ja, und dann werden wir einfach die Reichsschlachten, werde ich die Reichsschlachten zeigen und werde irgendwie den Leuten helfen, wenn sie gerade im Schlachten sind mit Buffs und dann immer wieder tarnen und wieder an die Front gehen und so. Das ist ein bisschen interessanter für euch, als wenn ich keine Chance habe gegen ja, Level 60. Das ist nicht so toll. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen sicher mal Magneten, das ist klar, aber ja, wir brauchen einfach das Holz, Wiefenholz. Und jetzt noch ein bisschen weiteres Questen. Aber wir müssen immer noch Birker mit jedem Quest. Okay. Ah, noch ein Magnetstück. Habe ich jetzt schon recht viel bekommen. In einem Tag 10 Stück, okay. Ich habe nicht so viel gespielt gestern, also sagen wir 5 Stunden, 10 Stück, das geht noch. Ja, weniger. 3 Stunden, 10 Stück. Aber es sind sehr, sehr viele unterwegs momentan. Alle sind natürlich ein bisschen betrübt, dass Eisen nicht so eine Chance hat. Probiert mal, wenn ihr neu zockt, auch mal in die andere Reiche zu gehen. Bisschen Konkurrenz für mich, aber ja, momentan brauche ich halt Reichsmitglieder. Also Eisenreich nehmen und mich mal anschreiben. Ich habe einfach den Verdacht, dass einfach momentan nicht so viele Leute mich kennen, also nicht mehr so kennen. Jetzt auch nicht so Kommentare schreiben wollen oder so. Aber ja, schreibt mich irgendwie mal an oder bei Discord oder halt auch über YouTube. Und ja, ich weiß ja nicht. Ich bin auch nur ein Mensch, auch wenn ich Drago heiße. Ein Drago, der gefürchtet dich hier, beißt doch. Ja, ja, ich gehe oben durch. Schade, dass sie auf der linken Seite nicht mehr so Magneten sind, also Gesteine. Ich könnte hier eigentlich den Bart leveln bei den Ork kriegen. Ah ja, Ork-Maradeure, genau. Könnte ich ein bisschen farmen. Ne, die sind ein bisschen zäh, also Orks sind allgemein ein bisschen zäh. Für den Jäger nicht so geeignet. Weil das Pet relativ schnell stirbt sonst. Ja, die sind noch nicht stark, die Pets. Die werden so mit Level 35 dann extrem stark, aber so noch nicht. Mit 22. Ja, ja.
Und ich kann bald wieder Reisschlachten zeigen. Also mit dem werde ich jetzt schnell hochkommen. Gut, also das Headset wird wahrscheinlich sehr gut sein. Und auch stabil und so. Geräuschunterdrückung. Dann werdet ihr meine Tastatur auch nicht mehr hören, hoffentlich. Und der Bildschirm verkaufe ich einfach danach, wenn ich wieder Geld auf der Kreditkarte habe. Ja, es hat ein Problem mit den Prepaid-Kreditkarten. Es wird viel laufen in den nächsten Tagen. Bei mir. Also bis Weihnachten wird viel los sein. Also wahrscheinlich auch Aktivität. Und ja, ich würde ja das Minecraft-Let's Play jetzt dann starten. Und auch der Ding, das Projekt. Ja, den Namen muss ich noch ein bisschen kennenlernen. Talia, irgendwie so etwas. Oder Tonia. Ja, ich meine, den Namen kann alles merken. Alles. Ich habe ein extremes Langzeitgedächtnis, aber Namen merken, da brauche ich ein paar Anläufe. Gestern war noch viel los im Chat, habe noch viel geredet mit dem Clan. Der Hink ist da! Der Hink! Kommissionen. Aufträge? Weiß ich nicht, was das auf Deutsch heißt. Kommission ist eigentlich nur Gerede. Ja. Ah, nach Gokstad zurück. Hä? Ah, die Quest ging weiter, deshalb. Alles klar. Was wir machen ist kurz mal craften. Naja, geht ja nicht. Das dauert ja noch ein bisschen, aber. Ah, ist fertig, okay. Gut. Die gehen noch nicht so lange. Setz unbedingt den Langbogen, der braucht ja, mehr Erfahrung. Und das Fenster ist gefriest. Alles ist gefriest. Hallo! Liebes Spiel! Kann man das abbrechen, indem man wegläuft? Ja, okay. Die Maus ist auch gefriest. Dankeschön, liebes verbuggtes Spiel. Ich kann nicht mehr rechts klicken. Ach komm, ey. Alles ist gefriest. Ja, wenn alles gefriest ist, muss man das Spiel neu starten. Mach mal mit für die Passwortkontrolle natürlich das Mikrofon kurz aus. Mach, geh doch endlich raus, ey. Unglaublich. So, da bin ich wieder. Ich habe sogar noch zwei Tasten gleichzeitig gedrückt und deshalb ging das Passwort nicht. Ja, das Spiel ist echt noch hart verbuggt. Ich hätte niemals gedacht. Ich hätte so gedacht, ja, starten wir mal wieder Regnum. Es kamen ein paar Patches raus. Und dann wurde ich so süchtig. Wollte direkt ja den Clan. Einen Clan beitreten und so weiter. Und ja, ihr müsst es einfach mal probieren. Es sieht so im Video aus, als würde es keinen Spaß machen, aber es macht euch keinen Spaß. Wenn ihr auf Grinding steht natürlich und auf Reichsschlachten. Aber es ist einfach toll. Das Spiel ist einfach für mich gemacht. Sollte noch ein bisschen schneller sein. Ich schlafe manchmal ein bisschen ein, wenn gerade nicht so viel los ist. Aber. Dafür eben ist es immer spannend, wenn etwas los ist. Ihr habt eine Community, die ich echt zu dir hält. Und ja, eben die Reichsschlachten, da braucht ihr andere Menschen, andere Spiel. Und das macht das Spiel so richtig süchtig machend. Also für jeden zu empfehlen, der ein bisschen auf Community schaut. Es ist natürlich ein altes Spiel.
Ihr müsst einfach mal bedenken, das Spiel ist 13 Jahre alt. Wenn ich das richtig sehe. Ja, 12 Jahre alt, aber die Closed Beta war 2006. Also 13 Jahre alt mit Closed Beta. Ja, und dann war ja Open Beta, da war ich ja sehr aktiv, hatte aber damals noch nicht so die Möglichkeiten, Slack frei und so zu aufzunehmen. Dann war ich ja mit GTA San Andreas beschäftigt, mit SAMP und mit Diablo 2 aufnehmen, und dann wurde ja mein Account gehackt im April 2009, und seitdem habe ich diesen Account, der eigentlich Draco Basel mit C heißt. Aber jetzt Drago Basel heißt, weil es ja jetzt schon längere Zeit geht, mit dem Benutzernamen ändern. Ja, momentan wieder die Allergie. Also wenn ich eine neue Wohnung habe, die habe ich wahrscheinlich schon bald. Also mindestens bis 1. Februar habe ich die Wohnung. Also ab 1. Februar habe ich sie dann sicher. Und wo ist jetzt dieses Scheißteil? Hey, ich muss gar nicht hier hin. Ich muss dorthin. Okay, hätte nochmal nachschauen müssen. Ja, und dann werde ich natürlich viel besser wieder aufnehmen können. Mache den ganzen Tag Livestreams, wenn ich Zeit habe. Ja, ich muss natürlich trainieren. Ja, dann lade ich nachher das Video hoch und gehe dann ein bisschen joggen raus, damit ich ein bisschen fit bleibe. Das ist eine Sache, ich muss ab 9. Januar dann halt ins Training. Aber das wird wahrscheinlich die Aufnahmezeiten nicht ketten. Nur die Hochladezeiten werden ein bisschen schwieriger. Ich muss hier durch. Ach Mann, ich bin so verplant heute Morgen. Ich habe so viel vor heute. Ich muss Passbild, dann Identitätskarten. Also das sind wie in der Schweiz, das Pass. Nicht Pässe, sondern ja, diese Erkennungsmarken. Und dann muss ich noch in die Apotheke meine blöden Tabletten holen. Die Insulin. Und dann habe ich wieder Zeit zum Aufnehmen. Dann nehme ich gleich Grim Dawn auf und dann noch Last Epoch. Ich bedanke mich für alle Zuschauer. Ihr helft uns, also mir sehr. Und dadurch auch euch, also der ganzen Community, helft ihr dadurch. Und ihr müsst auch bedenken, dass ihr eben nicht nur mir, sondern der ganzen Community, dem Clan, allen Leuten, die bei mir in den Videos irgendwas machen oder so, helft ihr dadurch. Also vor allem auch eben dem Clan, damit er ja mehr Leute bekommt und dadurch wir mehr machen können. Also ihr könnt sehr viel machen, damit es mir gut geht und dann euch auch gut geht. Weil ihr mir schauen wollt, oder? Also ihr wollt mich schauen. Deshalb ist es natürlich auch wichtig. Und dann kann ich mehr Rollenspiel machen, dann habt ihr noch besser alles. Also, wenn ihr mich unterstützt, dann habt ihr das auch zugute, dass es euch besser gefällt. Schauen wir mal kurz nochmal Test. Ja. Warte kurz. Ja, es geht noch Mikrofon. Das will ich natürlich manchmal ein bisschen überprüfen. Jetzt momentan geht's wieder, aber gestern ging es einfach gar nicht mehr im Headset. Flog immer raus, das Kabel flog immer raus aus dem Headset. So schlecht, also Headsets brauchen am Kopfhörer keine Kabel, die man ausstecken kann. Das ist der größte Mist von Logitech. Ja, damit man es herumtragen kann. Wieso muss man das herumtragen? Das kann man am PC benutzen, aber dafür braucht man kein Kabel, das man ausschließen kann. Das ist sowas von, ja, zum Mitnehmen an LAN-Partys. Wer macht schon LAN-Partys noch? Das machen nur noch Ego-Shooter-Spiele, so CSGO oder so. Das machen keine MMORPG-Spiele. Das ist überhaupt kein Headset für mich. Es ist ja schon gut, aber es ist halt auch mega sensibel und das nervt halt dann, wenn man halt Probleme hat, oder? Das ist einfach so. Ich habe keine Kritik an Hardware, die nicht gerade so gut läuft. Also schon, aber ja. Deshalb ist es kein schlechtes Headset. Was schlecht ist, ist meine Maus, eine Trust GTX 111.
Da rutsche ich die ganze Zeit auf die Seite oder so. Das ist völlig schlecht für mich gemacht. Die ist schlecht. Aber Thrust ist so auch sowieso nicht so ein berühmter Hersteller. Hab den gar noch nicht gekannt, bevor ich die Maus gekauft habe. Aus, ja, Bezahlungsgründen musste ich die bei einem kleinen Shop in der Schweiz kaufen. Und die hatten nur Thrusts. Aber gut. Ja, ist nur einmal passiert. Jetzt schaue ich auf den Hersteller. Sennheiser und, ja, Logitech Tastatur sind eigentlich schon gut. Ah, Razer Tastaturen, genau. Wie heißt das schon wieder? Der Hersteller. Auch etwas mit R, glaube ich. Ja. Ihr wisst schon wahrscheinlich, was ich meine. Ah, Rockhart, genau, Rockhart. Stimmt ja, habe ich da irgendwie nicht Knochenquest? Ja. Gut, dass ich das jetzt noch habe. Und dann müssen wir halt wieder nach Gokstadt. So, schauen wir kurz auf die Dauer. Oh. Steam immer im Vordergrund, das nervt so. 16. Okay. 16 lange Minuten. Ja, das ist leider bei mir halt ein bisschen unprofessionell noch wegen dem fehlenden zweiten Bildschirm. Aber danke für die, die sich alles anschauen bei mir. Manche gehen dann wieder weg, weil ich da irgendwie im Desktop herumschaue kurz oder so. Ich finde es so doof, dass die Menschen einfach keine Zeit mehr für die Videos machen, geben. Und ja, dann immer wieder weiterschalten oder so. Einfach abgelenkt. YouTube ist halt so blöd, dass es immer diese Ablenkung gibt. Oh, neue Interessen und so. Schaut einfach die Videos und dann schaut auf Interessen. Wenn ihr das vorzeitig schon schaut, dann habt ihr natürlich die Sucht auf ein anderes Video. Und dann habt ihr natürlich nie Unterstützung bei den anderen. Oder bei mir oder sonst irgendwo. Und ja. Je mehr ihr schaut, je mehr ihr liked, je mehr ihr kommentiert, desto besser geht's den YouTubern auch. Das ist ja nicht so wie bei Twitch. Ja, bei Twitch ist es natürlich auch, aber... Okay, da oben zuerst mal. Ja, ja. Aber wenn wir das Laufen hin und her laufen hier in der Rechnung, das ist ein bisschen kompliziert, weil man es nicht immer sieht, wo man hin muss als nächstes. Und so, es sollte stehen, ja, jetzt muss man nach Birka oder jetzt muss man ja an die Ecke von Mundsognir. Aber nö. Regnen ist halt eben eher für die Leute, die halt nicht gerade so viel Luxus brauchen und immer nachschauen können. Und das bin ich leider nicht so. Ich bin immer so recht kompliziert. Map schauen. Hö, wo muss ich jetzt hin? Aber das ist, glaube ich, bei allen. Also, es ist einfach schlecht, immer die Map aufzumachen. Na gut. Haben wir noch einen Knochen zusammen? Nö. Ja, die werfe ich eigentlich wieder raus, weil ich Knochen ja nicht mehr brauche. Kohle eigentlich auch. Silber jetzt natürlich. Die Bögen. Wieso sind das Stahlbögen? Also, ja schon. Diese leichten, aber so richtig schwere Stahlbögen sind natürlich nicht so gut. Jeder hat eigentlich einen Holzbogen in den Games. Am Schluss. Nur in Regnum hast du Stahlbögen. Also Silberbögen. Ah ja, sie ist ja Weichholzbrett, genau. Brauche ich Silber eigentlich gar nicht. Ja, ich werde sie noch sparen. Ach Gott. Sind ja Weichholzbretter, nicht Stahl. Aber die Stäbe, genau. Welche Magier hat Stahlstäbe? Silberstäbe. Ja gut. Aber Silber ist doch schwer, oder nicht? Ja, Silber ist sicher schwerer als Eisen. Oder Stahl. Oder? Ja, jetzt ist jemand gefragt, der das weiß. Ich weiß leider nicht. Also dann gehen wir unten durch halt. Ich finde immer blöd, dass man alle Gebiete ablaufen muss. Ja, ja. Aber die Kritik kommt so langsam. Jetzt habe ich auch das Spiel wieder so ein bisschen im Kopf. Jetzt kommen die Kritikpunkte auch wieder raus, aber das Spiel ist trotzdem noch mega gut. Also, wie so ein Barbaren, wie heißen die Rassen?
Panei, glaube ich, oder so etwas. Und was mit Ei am Schluss? Ich hab ein Ei gelegt. Ich bin ein Hase und lege Eier. Wir haben ein Level up, jetzt können wir kurz trainieren. Und dann gehen wir Richtung Birka wieder. Ja, also jetzt momentan ist halt eher Gameplay, aber ich werde so schnell wie möglich eben den Praktik hoch machen. Der wird wahrscheinlich in 2-3 Tagen hoch sein. Also auf Level 40 oder 35 so. Und dann können wir wieder Warzone machen. Genau, hier Akrobatik noch rausnehmen. Ah ja, jetzt wollte ich noch schauen, was ich da skillen kann bei Tarnung. Ja, Feinde aufspüren ist natürlich auch nicht schlecht. Da ist Tarnung. Tarnung ist ab Level, steht nicht mehr. Aber das könnte ich eigentlich auf 3 machen oder 4. Geschicklichkeit ist natürlich gut. Also ihr habt hier. Ihr könnt bis zu 5 Verbündete auf Level 5 auch tarnen. Aber das ist eben noch nicht so schnell freigeschalten. Na gut. Dann machen wir Akrobatik hier hin und ausruhen. Habe ich ja sowieso auf was ist es? Y, glaube ich, oder so. Irgendwie so etwas. Okay, da unten muss ich ja noch hin. Was müssen wir jetzt machen? Okay, let home gehen. Also machen wir so eine Weltreise, aber ja, bis Birka und dann ist ja natürlich der Part schon ein bisschen länger. Man kann auch mal kurz schauen. 22, das wäre eigentlich optimal zum jetzt beenden. Ja, ich werde eben weitermachen. Die Quests sind ja nicht so interessant zu zeigen. Und ja, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und sobald ich das Headset habe, mache ich Livestreams wieder. Und am 6. haben wir ja nochmals einjähriges Clan-Bestehen. Da werde ich längere Videos machen. Da werde ich so ungefähr 2 oder 3 Videos machen. Mal schauen. Also, ja, wir werden wahrscheinlich Warzone machen. Deshalb muss ich bis zum 6. eigentlich schon Level so 40 sein. Um dann ja, eine Chance zu haben, euch auch das zu zeigen. Aber ich habe ja Zeit. Ah, jetzt. Okay. Tut mir leid für den Unterbruch, aber das Headset-Kabel, das fällt einfach raus, trotz Klebstreifen fällt es einfach so raus. Finde ich so ein Kack. Unglaublich, wie soll das kaputt gehen kann, so leicht. Keine Qualität, nix. Also dann, ja. Tschüss.